Es war immer mein Anliegen, eine geordnete Hofübergabe, wenn man so will, zustande zu bringen. Es war mir ein Anliegen, den Landeshauptmann für die Volkspartei zurückzuholen. Beides ist gelungen. In den ersten Tagen des Juli dieses Jahres werde ich als Landeshauptmann zurücktreten. Und wir haben den Besten für diese Funktion in herausfordernden Zeiten nominiert, designiert. Das ist der Landesrat Christopher Drechsler. Er kann die Steiermark in die Zukunft führen mit seinem Wissen, mit seiner Begabung, Menschen zuzuhören, und wird das kraftvoll und mit Schwung machen. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir insbesondere unser Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer entgegengebracht hat. Er hat mich heute vorgeschlagen. Ich bedanke mich beim gesamten Landesparteivorstand der Steirischen Volkspartei dafür, dass ich heute einstimmig nominiert worden bin, heute einstimmig vorgeschlagen worden bin als neuer Landeshauptmann der Steiermark. Ich werde die nächsten Wochen bis zu dieser Wahl im Landtag Anfang Juli nutzen, viele Gespräche zu führen, mit vielen Steirerinnen und Steirern ins Gespräch zu kommen, noch besser zu wissen, was die Steirerinnen und Steirer in diesen Tagen bewegt, was ihre Sorgen sind, aber was auch ihre Meinung zum Zukunftspotenzial der Steiermark ist. Viele Gespräche führen und sozusagen vorbereiten auf diese neue Aufgabe, der ich mit viel Respekt, aber auch mit großer Freude entgegensehe.